Zombie Apocalypse. Willkommen zusammen zurück zu einer neuen Folge vom Skiregion Simulator 2017. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Nein, ist natürlich nicht der Skiregion Simulator 2017 oder 17. Nein, das ist immer noch der LS17, sprich der Landwirtschaftssimulator 17. Und ich befinde mich hier immer noch in Kernstadt aktuell. Und ein Glück haben wir die Nacht keinen weiteren Schnee bekommen, aber wir bekommen so langsam aber sicher schon ein bisschen Probleme, diese ganzen Massen erstmal wegzuschieben, denn ich sehe auch gerade, der Schlepper braucht auch schon ein bisschen, um irgendwie diesen Schnee hier wegzuschieben. Also das ist ja wirklich schon gewaltig, was hier wirklich für Schnee auf dem Boden liegt. Also das ist wirklich schon, kann man wirklich sagen, das absolute Schneechaos, das wir schon lange nicht mehr hatten. Man erkennt schon gar nicht mehr die ganzen Straßen. Also das ist wirklich sowas von unfassbar, was man hier erlebt. Und so leider, aber sicher, funktioniert das Schild auch nicht. Finde ich ein bisschen blöd, aber ich habe es schon eigentlich so weit auf dem Boden wie möglich. Also der schiebt den Schnee dann halt natürlich weg. Das ist natürlich der Sinn dieses Schneeschiebeschilds. Aber er macht das nicht gründlich, weil wenn ich zu weit auf den Boden gehe, dann passiert sowas. Das sieht auch nicht so erotisch aus. Ich finde auch, man sollte das schon ein bisschen gerade haben, dieses Schiebeschild. Aber es funktioniert halt nicht so, wie ich gerade schon gesagt habe, so wie es eigentlich soll. Wir bleiben schon immer ab und zu irgendwie hängen. Trotzdem hatte ich mir irgendwie gedacht, dass wir heute ein bisschen Schnee schieben können. Machen wir natürlich auch, ne? Keine Frage. Aber ich glaube, so kommen wir erstmal nicht weiter. Also kleine Punkte, wie zum Beispiel jetzt hier diese Straße, können wir so schieben. Guck mal, dann bleibt wieder ein bisschen liegen, dann geht's weiter. Dann bleibt wieder ein bisschen Schnee liegen. Das finde ich alles ein bisschen sehr schade. Das wünsche ich mir irgendwie ein bisschen anders. Ich glaube, wir müssten vielleicht ein anderes Schiebeschild benutzen. Aber guck mal, jetzt funktioniert's. Wir haben natürlich noch ein paar Rillen jetzt dazwischen, aber wir können den Schnee wegschieben. Das ist ja schon mal eine Verbesserung als vorher. Tja, das natürlich mit dem Waldrad-Traktor. Ich habe den ja gar nicht vorgestellt, Mensch. Ich habe jetzt einfach drauf los aufgenommen und habe euch nichts erzählt über den Schlepper. Der sieht wunderbar aus, ist auch ideal hier dafür gedacht. Man kann natürlich auch jeden x-beliebigen Schlepper dafür verwenden, aber ich bin eigentlich so der Typ für die größeren Traktoren. Das macht sie dann alles ein bisschen besser, finde ich. Denn der hat natürlich auch mehr PS als die kleinen Schlepper, aber trotzdem, er quält sich hier auch diese Straße entlang. Dann würde ich sagen, wir machen erstmal das Schild nach oben. Oh, weil jetzt haben wir aber einen riesengroßen Schneehaufen da gelegt. Und dann fahren wir erstmal zur Wache. Ich glaube, wir fahren da nicht hin. Wir werden uns ganz kurz hier mal dorthin teleportieren lassen, weil das am besten einfach schneller geht. Jetzt bleibe ich natürlich auch wieder ein bisschen hängen hier. Frag mich nicht bitte, warum. Ich hänge. Leute, was ist denn los hier? Jetzt kurz vor der Feuerwehreinfahrt bleibe ich hier wirklich hängen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Tja, jetzt stehe ich hier leider Gottes und muss jetzt erstmal das Spektakel miterleben. Aber guck mal, wir haben es geschafft. Wir haben unseren Schlepper jetzt hier erfolgreich an die Feuerwache gebracht. Und vielleicht können wir ja auch, guck mal, das funktioniert sogar, ein bisschen Schnee wegschieben, damit wir uns erstmal so einen kleinen Weg erschaffen können. Ich glaube, das geht auch sehr, sehr gut, ne? Also das sieht sehr gut aus. Sehr schön geschmeidig. Sehr cool. Dann können wir eigentlich auch unseren Schlepper gleich mal da drüben stellen. Da, wo ihn niemand stört. Denn ich sehe gerade, wir haben natürlich auch hier die Möglichkeit, unseren Traktor oder unseren Winterdienst hier in die Garage zu stellen. Dann machen wir das ganze Gedöns mal auf und stellen jetzt einfach mal da rein. Auf der Hoffnung, dass das natürlich reinpasst. Denn das Schild ist natürlich schon ein bisschen breit. Das passt gerade so rein. Alter Schwede. Haben wir ja ein bisschen Glück gehabt noch. Dann lassen wir das mal vorne alles ein bisschen runter. So. Wunderbar. Dann machen wir das ganze Ding mal aus. Und speichern jetzt erstmal ganz kurz ab, damit wir auch hier die letzten Aktionen speichern können. Dann machen wir das ganze Ding wieder zu. Und der Winterdienst ist erstmal hier eingepackt. Wunderbar. Aber das darf natürlich nicht sein hier. Also das sieht schon
nicht gut aus, aber ich kann es leider nicht ändern, Leute. Also nehmt mir das bitte nicht übel. Was wir aber natürlich machen könnten, ich muss noch ganz kurz schauen, welche Taste waren das nochmal? Ach hier, Alt und F. Wir können natürlich, oder doch nicht, S. Okay, so rum. Wir können natürlich auch das so machen, dass wir einfach sagen, wir nehmen den Schnee. Haben wir ja. Wir können natürlich auch Schneespuren anmachen. Das kann man natürlich auch machen. Das wäre natürlich auch eine ideale Lösung, denn das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Wir können damit auch ein bisschen Schnee zur Seite schieben. Dann hat man natürlich wieder so einen kleinen Weg freigeschaufelt. Und warum ich gerade zur Wache renne, das hat jetzt diesen Grund. Wir haben jetzt unseren nächsten, oder ich sage einfach mal richtig ersten Einsatz, der jetzt hier reingekommen ist. Weil im letzten Video war es ja so, da ist das Fahrzeug leider umgekippt und leider Gottes ist dieser Einsatz dann ausgelöst worden. Apropos Fahrzeug. Leute, jetzt spreche ich gerade diesen kleinen Punkt an. Was für ein Fahrzeug habe ich jetzt hier zu stehen? Ich glaube, in dem letzten Video gab es zig viele Kommentare darüber. Stell das Fahrzeug rein und das und das und das. Nee, ich bin zu meinem Schluss gekommen. Wir schreiben am besten nochmal diese Firma an vom GWL und fragen, ob wir das Fahrzeug irgendwie erstatten können. Und voilà, wir hatten auf dieses gesamte Fahrzeug, was jetzt vor mir steht, Garantie. Diese ist jetzt eingesprungen dafür, dass das alte Fahrzeug getauscht worden ist und wir haben genau nochmal das gleiche Fahrzeug bekommen und das steht jetzt hier in der Freiwilligen Feuerwehr von Kernstadt. Das ist natürlich richtig, richtig gut, dass wir jetzt hier unser Fahrzeug drin zu stehen haben. Wie gesagt, unser neues Fahrzeug, der MAN GWL für die Freiwillige Feuerwehr von Kernstadt. So, die Fahrzeuge sind erstmal wunderbar hier alle beisammen. Die stehen jetzt hier alle wunderbar in der Wache. Was wir jetzt haben, liebe Leute, wir haben einen neuen Einsatz. Einsatzstichwort lautet heute Person in Not, Hilfeleistung für die Freiwillige Feuerwehr von Kernstadt. Und jetzt passiert auch das gerade, was ich euch erklärt habe. Wir haben jetzt hier sozusagen kleine Schneespuren, die wir jetzt fahren können. Aber trotzdem wackelt das alles so ein bisschen hin und her. Und ich hoffe einfach mal, dass die Drehleiter, die natürlich auch gleich mitkommen wird, denn die Person befindet sich im, ich glaube, zweiten oder dritten OG. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Das werden wir uns jetzt erstmal ansehen. Ich bin mal sehr gespannt, wie wir diese Aufgabe jetzt lösen können. Ich komme auch irgendwie gar nicht so richtig voran. Das ist ganz schön kompliziert, hier erstmal irgendwie zu fahren. So, wir sind am Einsatzort schon eingetroffen. Das ging rucki zucki. Weil das ist eigentlich auch sozusagen neben der Feuerwache. Also das ist sozusagen hier dieses kleine Dörfchen, was wir haben. Und im ersten OG ist das sogar dort oben im Mittelfenster. Das große Fenster, da ist die Person drin. Sie ist anscheinend irgendwie komisch gefallen und kann sich leider nicht mehr bewegen. Deshalb ist es das unsere Aufgabe, dass wir die Person jetzt erstmal aus dieser Situation befreien. Und das machen wir jetzt am besten mal über das erste OG, also dieses große Fenster. Und zugleich rückt natürlich auch noch der Rettungswagen aus. Der RTW-1 der Freiwilligen Feuerwehr, Kernstadt. Soll ich mir sagen, Berufsfeuerwehr. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt hier eine Berufsfeuerwehr haben. Das war im letzten Projekt so, also ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, jetzt Freiwillige Feuerwehr zu sagen. Alter Schwede, das fährt sich richtig, richtig schlecht, muss ich wirklich mal sagen. Das ist natürlich der Nachteil vom Winter, dass wir hier so eine schlechte Atmosphäre aktuell haben. Aber leider kann ich das nicht ändern. Das Wetter spielt halt so, wie das Wetter gern spielen möchte. Deshalb, Schnee ist natürlich cool, aber wenn man natürlich nicht vorankommt, das ist natürlich wieder nicht so cool. Deshalb jetzt auch das nächste Fahrzeug. Hoffentlich bringt dieses Fahrzeug jetzt ein bisschen Sommer mit. Das wäre natürlich bombastisch, wenn mir endlich wieder der Schnee weg ist. Aber nee, ich möchte jetzt erstmal in den nächsten Videos ein bisschen Schneevideos hier haben. Und auch ein bisschen Schnee zu liegen haben. Deshalb, ich mag das auch irgendwie. Diese wunderbare, lockere, weiße Atmosphäre. Sieht sowas von wunderschön aus. Drehleiter ist soeben am Einsatzort eingetroffen. Jetzt bin ich bloß mal gespannt, wie wir das jetzt am besten mal machen hier. Denn wir fahren jetzt erstmal den Leiterpark aus. Dazu muss ich erstmal ganz kurz nach hinten laufen.
Dann werden jetzt erstmal hier die Klappen geöffnet. So, und dann machen wir eigentlich nur noch den hier und den. Dann fahren die Stützen beidseitig aus, glaube ich. Ah ne, wir müssen erstmal auf die Seite noch. So, jetzt haben wir das auch schon geklärt. Wunderbar. Jetzt fährt das ganze Gefährt erstmal nach oben und somit können wir jetzt theoretisch auch schon in den Leiterpark einsteigen. Was wir natürlich jetzt noch machen müssen, ist ganz wichtig, die Trage erstmal zu installieren. Dazu werde ich erstmal ganz kurz hier hinten zum Korb laufen. So, dann öffnen wir das erstmal, das ganze Ding, und dann installieren wir erstmal ganz kurz die Trage von der Drehleiter. Dann können wir das auch wieder schließen. Und die Tür natürlich auch noch hier. So, das wird erstmal zugemacht. Die Drehleiter ist abfahrbereit. Und dann werden wir jetzt erstmal hier uns mit der Drehleiter ins erste OG begeben. So, die Person wurde gesichtet. Sie befindet sich jetzt aktuell noch auf dem Boden. Wir werden jetzt erstmal so ganz, ganz langsam uns da jetzt rantasten. Boah, ja, das sieht gar nicht gut aus da oben. Die Person ist mit dem Kopf von der Leiter gefallen und ist halt natürlich mit dem Kopf auf ein Objekt gefallen. Alter Schwede. Von der Leiter mit dem Kopf auf eine spitze Kante. Ach, das sieht gar nicht gut aus. Oh meine Güte, also das sind natürlich auch Anblicke, die man natürlich nicht jeden Tag hat, aber trotzdem, das gehört zu unserer Aufgabe, auch diese Person zu retten. So, die Person befindet sich jetzt in der Liege bzw. Trage. Und dann werden wir erstmal das ganze Ding hier wieder nach unten fahren. Und den Leiterpark auch noch ein bisschen. Wunderbar. Das haben wir erstmal geklärt. Und dann können wir jetzt eigentlich auch wieder das alles öffnen, was wir öffnen können. Damit wir hier sehr gut rankommen. Nanu, warum geht es jetzt schon mehr nicht? Ich möchte da eigentlich nur... Nee... Ja, wunderbar. So, die Person wurde jetzt an den Rettungswagen übergeben und sie wird jetzt sofort behandelt, auch noch vor Ort, weil es wirklich sehr, sehr kritisch aussieht. Aber für unseren Teil, für die Freiwillige Feuerwehr von Kernstadt, unsere Aufgabe ist damit erledigt. Und was natürlich noch nicht erledigt ist, ist erstmal das. Und jetzt erstmal wieder die Türen schließen. Das sollte natürlich nicht jeder sehen, der hier vorbeiläuft bzw. vorbeifährt. Dass hier gerade eine Person behandelt wird. Was ich euch unbedingt noch zeigen wollte, liebe Leute, das wollte ich auch schon im letzten Video machen, aber dann kam natürlich auch dieser Zwischenfall mit dem GWL. Ich habe hier natürlich noch mein neues privates Fahrzeug. Das ist ein Renault Scenic. Habe ich zufällig gefunden. Richtig, richtig schönes Ding. Aber von innen natürlich nicht so. Das sieht so ein bisschen grau gehalten aus. Grau und grau. Hell und dunkelgrau. Die Kamera finde ich auch ein bisschen komisch. Die macht natürlich nicht das, was sie soll. Sehr, sehr merkwürdig. Aber trotzdem, ich wollte euch sehr lieben gerne dieses Fahrzeug zeigen, weil es einfach... Warum geht es denn jetzt nicht? Leute, ich komme gar nicht mal raus hier. Gut. Also, ist ja auch mal schön. Dann seht ihr die Map einfach mal von unten. Das sieht auch nicht jeder, jeden Tag. Ich komme gerade nicht mit der Kamera zurecht. Tja. Doch, guck mal. Jetzt haben wir es, glaube ich. Das, wie gesagt, liebe Leute, ist mein privates Fahrzeug, was ich hier im Alice jetzt fahre und was ich auch im Real Life fahre. Also, das ist sozusagen nicht diese Version, das ist ja der Scenic 3. Ich habe eine neuere Version von diesem Fahrzeug. Also, ich weiß gar nicht, Renault Scenic 4 heißt das sogar. Ich bin mir nicht sicher, aber jedenfalls ist es ein neues Modell. Also, das ist die Vorgängerversion von meinem Fahrzeug. Aber ich finde es wirklich cool. Sehr cool umgesetzt und macht auf jeden Fall Spaß, damit zu fahren. Also, dieses Fahrzeug werdet ihr jetzt noch öfters in meinen Videos hier sehen, falls ihr euch wundern solltet, was das für ein Fahrzeug ist. So, das wollte ich jetzt bloß noch geklärt haben. Zurück zum Einsatz, der jetzt abgeschlossen ist und somit die Person Abfahrtrans... Ist das jetzt... Nee. Okay, die Person ist jetzt stabil und zum Abtransport bereit. Und somit ist der Einsatz für uns abgeschlossen. Das heißt auch, das Video ist jetzt somit beendet. Ich hoffe, ihr da draußen, liebe Leute... Lieber Zuschauer da draußen, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst es mir gerne wissen mit einem Daumen nach oben und lasst mal gerne ein Abo noch da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.